Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Janice und heute machen wir die ultimative Tierlist. Welcher Anime-Charakter, mit welchem könnte ich gut befreundet sein? So, genau. Also, ich habe mir ein paar Charaktere rausgesucht und werde gleich die ranken, ob ich mit denen cool befreundet sein könnte oder nicht. Let's go. Let's go. Also Leute, ich habe einmal kategorisiert in Best Friends. Ist, glaube ich, logisch. Mit denen könnte ich immer abhängen. Die sind voll cool. Bei denen kann ich mich auch auskotzen. Also Best Friends. Danach kommt super chillig, heißt einfach eine gute Gesellschaft. Mit denen hängt man einfach gerne ab. Da ist alles so einfach und easy. Man mag die einfach. Danach kommt 50-50, so, ey, manchmal sind die richtig toll, aber manchmal nerven die auch einfach. Und dann ist so, ist eine gute Freundschaft, aber manchmal nerven die auch echt. Und dann kommt, ja, so einmal im Jahr sehen ist schon ganz nice, aber öfter braucht man nicht wirklich. Und die letzte Kategorie ist Pain. Man ist irgendwie mit denen befreundet, aber irgendwie ist es einfach nur Pain. Okay. Ich hoffe, man kann es gut verstehen. Leute, alles hier natürlich objektiv richtig. Nein, also alles subjektiv heißt, wenn ich mit irgendjemand nicht befreundet sein will, hatet mich nicht. Wir fangen hier an mit Aki von Chainsaw Man. Aki ist cool. Wenn man Liebeskummer hat, kann man einfach mal bei dem vorbeischauen. Man kann übernachten, der macht dann am nächsten Tag Frühstück. Und das ist echt cool, der ist so, ne? Aber er kann auch ziemlich grantig sein. Und wenn er dann mal richtig sauer ist und keinen Bock hat, dann lässt er dich das auch spüren. Und ich glaube, dann ist es auch eine ziemlich anstrengende Freundschaft. Wenn er da gerade wieder auf seinem Rachetrip ist und irgendwie Pistolenteufel oder so umbringen will, dann lässt er dich so spüren, ey, eigentlich bist du gerade ziemlich fehl am Platz. Und deswegen würde ich sagen, Aki ist 50-50. So, der ist schon ein guter Freund, aber kann auch echt anstrengend sein und zeigt dir auch, wenn er abgefuckt ist. Ich glaube, Naruto ist schon ein guter Freund. Der tut ja alles für dich. Also wie er alles gibt für Sasuke, das ist schon heavy. Aber ich glaube, Naruto kann auch sehr anstrengend sein, weil er halt ein Trottel ist. Und ich glaube, das ist dann so dieses Ding, man mag ihn, aber er nervt auch viel. Deswegen muss ich Naruto auch zu 50-50 machen. Noch ein bisschen hinter Aki, weil ich glaube, Naruto ist so einer, der übernachtest du bei dem. Und dann steht er neben deinem Bett und sagt, na, wollen wir irgendwas Cooles machen? Wow! Und dann denkt man so, boah, ich will nur schlafen, Kumpel. Ja, Naruto passt schon zu, 50-50. Als nächstes habe ich hier Nikaido. Weißt du, zu der kommst du, die kocht dir was Schönes. Das ist mit der ganz chillig. Die hat zwar so ihre Geheimnisse und du merkst auch, dass irgendwas im Argen ist. Aber eigentlich mögt ihr euch. Nikaido ist so jemand, da chillst du dich auf die Couch. Da guckt ihr ein bisschen Netflix. Und es ist easy. Nikaido ist eine Person, das ist einfach eine chillige Maus. Und wenn wir hier schon mehr chillig sind, ich glaube, das wäre super chillig, die Freundschaft. So, ja, die, ich glaube, die bringt einen auch ein bisschen so in Scheiße. Aber guck mal, wenn man ein Problem hat, wenn man auf einmal einen Echsenkopf hat oder sowas, dann steht die hinter einem und versucht es zu lösen mit einem. Ich glaube, Nikaido ist schon eine gute Freundin. Mit der macht das Leben Spaß. Die hilft dir. Ist halt nicht Best Friend, weil man weiß, da ist noch irgendwas. Irgendwas hat sie, was sie dir nicht sagen kann. Deswegen, ja. Vegeta. Sorry Leute, Vegeta ist ja absolut Pain als Kumpel. Ich weiß nicht, der will ja immer mit dir konkurrieren und dann ist es so, nein, du bist stärker, oh mein Gott, aber ich bin noch ein Prinz. Und ich denke mir so, oh Vegeta, chill doch mal. Ich kann doch einfach mal schneller das Mate getrunken haben als du. Und der wird, glaube ich, aus allem einen Wettkampf machen. Nee, ich überlege gerade, welche positive Eigenschaft. Nee, Vegeta als Kumpel könnte ich gar nicht. Ihr lauft so und dann macht er, ich bin schneller als du. Oder keine Ahnung, du redest und sagst, boah, mein Job ist anstrengend. Und er sagt, meiner ist noch viel anstrengender. So eine Art Person ist, glaube ich, Vegeta. Und er bezieht alles auf sich. Boah, ich glaube, Vegeta ist super anstrengend. Ich glaube, es macht gar keinen Spaß, mit dem abzuhängen. Power. Ich glaube, Power ist eine Person, die ist einmal im Jahr okay, weil Power ist schon cool, weißt du, man kann sich mit ihr unterhalten über Tierrechte, weißt du, dann setzt sie sich nämlich ein, so, die ist frisch vegan geworden, nachdem sie die Kuh geschlachtet hat, aber für ihre Katze hat sie beschlossen, hey Leute, Tiere liegen mir schon am Herzen, ich mag Katzen, ich gehe sonntags zum Tierheim Katzen streicheln, so, ne, da ist man schon so auf einer Wellenlänge, weil sie gute Prinzipien hat, aber dann kommt sie zu dir zu Besuch, kackt dir erstmal die Toilette voll, spült nicht, die macht alles unordentlich, die hat kein Benehmen, die klaut dir dein komplettes Essen aus dem Kühlschrank und mit der wäre es, glaube ich, einfach anstrengend, wenn man mehr zu tun hat. So, weißt du, einmal im Jahr trifft man sich so mit ihr, keine Ahnung, bei einer Demonstration für Peter. Aber mehr ist Power zu anstrengend, zu eklig, zu durch. Ja, nee. Ich könnte es mir echt nicht vorstellen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Aber sie ist cool. Ich spreche jetzt vom Anime-Stand. Später passiert ja im Manga noch was. Da wird sie schon besser. Da würde ich schon sagen 50-50, weil da hat sie so ihre guten Seiten. Und sie ist ja auch
Also, wenn du echt gut mit ihr befreundet bist, hat sie auch ihre Qualitäten. Aber sagen wir jetzt einfach mal Anime-Stand, würde ich sie zu einmal im Jahr, okay. Weißt du, das ist dann so, wahrscheinlich trifft man sich dann da, hat ab und zu Kontakt und dann kommt man sich näher und dann so in einem Jahr ist man auf so 50-50. Da kann man sie auch öfter sehen. Sakura, ich glaube, Sakura ist auch so eine Freundin, so einmal im Jahr ist ganz okay. Aber wenn du dich mit ihr triffst, dann kommt sie her und dann redet sie nur über ihren Freund oder über ihren Schwarm und ist dann so ganz obsessiv. Und wenn du irgendwas sagst, dann ist sie beleidigt. Ich glaube, das ist Sakura. Das ist dann so, ja, die hat schon so auch ihre Qualitäten, aber 90% der Zeit ist sie einfach so, ja, aber hast du gesehen, was Sasuke gemacht hat? Bei ihrem Dude hat sie so das Bare Minimum und lobt es dann immer so. Keine Ahnung. Boah, er hat gefragt, wie es mir geht. Guck, da verschlucke ich mich schon. Und du musst dann so sagen, wow, krass, Sasuke, geil. Ich sterbe, wenn ich an Sakura denke. Ja, deswegen, man trifft sich einmal mit ihr, aber eigentlich denkt man sich, gar keinen Bock heute auf Sakura. Das ist so, man hat was ausgemacht, damit man was ausgemacht hat, trifft man sich mit ihr und denkt sich danach so, die hat mal wieder so genervt. Sailor Moon oder beziehungsweise Usagi. Boah, das ist schwierig. So, Sailor Moon hat schon so ihre Qualitäten. Die ist ja schon eine liebe Maus. Weißt du, die tut auch wirklich. Das ist so eine, die tut auch wirklich alles für dich, außer du bist Sailor Mars, so, ne? Aber ist schon eine gute Freundin. Aber die ist so nervig. Die baut nur Scheiße. Dann fliegt sie hin und dann weint sie die ganze Zeit. Boah. Mache ich sie ja zu einmal im Jahr sehen, okay, oder zu 50-50? Ich glaube, 50-50 nervig, aber schon arg hinten, weil, guck mal, Bunny ist so, sie redet entweder auch nur über Tuxedo Mask, also so Style Sakura, aber sie ist nicht, ich glaube, Sakura ist auch schon ein bisschen so eine Fiese, weißt du, wenn du was Böses gegen Sasuke sagst, und Bunny würde einfach nur weinen. Die wäre dann traurig, so, stimmt das, was Tuxedo Mask? Nein, aber Tuxedo Mask, boah. Bunny trotzdem hat ein gutes Herz und versucht trotzdem, dir auch was Gutes zu tun, so, ne? Dann, die ist zwar ein Trottel, und sie schafft es nicht, ihr was Gutes zu tun, aber sie versucht. Aber sie ist bei weitem nicht so krass wie Aki beispielsweise, zu dem du gerne nach Hause gehst, gerne mal chillst, dich auskotzt. Bunny ist dann so, du gehst zu ihr, kotzt dich aus und dann weint sie mit dir. Und du denkst, oh, ich brauche eigentlich nicht gerade eine starke Schulter. Das ist für mich Bunny. Zorro? Also, bei Zorro ist das Ding, der ist super loyal. Also, wenn du den als Freund gewonnen hast, dann stirbt er für dich. Literally, der stirbt für dich. Auf den kannst du dich zu 1000% verlassen. Der steht hinter dir, hat deinen Rücken. Aber ich glaube, du kannst dich nicht mit ihm unterhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, mich hier mit Zorro so chill und dann will ich über irgendwas Weltbewegendes sprechen. Ich glaube, der pennt da einfach. Ich glaube, der hat da null Interesse dran. Ich mache ihn mal zu super chillig. Boah, oder mache ich. Nee, ich mache ihn hier runter. Ich mach ihn hier hin. Weil, keine Ahnung, wirst von zu Hause rausgeschmissen. Du kannst zu Zorro, er ist für dich da, er macht deine Eltern platt für dich. Das ist Zorro. Aber wenn man einfach mal sich mit ihm zum Kaffee trinkt, dann musst du die ganze Redearbeit leisten. Er sitzt da und hört dir zwar zu, aber eigentlich interessiert es ihn auch nicht. Das ist so Zorro, wisst ihr? Ja, also er ist schon krass, wenn man ihn braucht, aber ansonsten ist es so, oh, ich weiß nicht, was ich mit ihm reden soll. Und dann versucht er die ganze Zeit, sich zu verbessern und so. Manchmal willst du einfach nur da liegen und chillen und er macht dann eben dran Sportübungen so. Naja. Sasuke. Absolut Pain. Noch schlimmer als Vegeta. Das ist auch so einer, der ist so ich-bezogen. Der wird die ganze Zeit nur so sagen: Oh mein Gott, mein Bruder hat wieder das und das gemacht. Oh mein Gott. Oh, so. Kurze Unterbrechung. Sasuke ist so einer, da dreht sich alles nur um ihn. Keine Ahnung, ihr wollt ins Kino und wollt euch einigen auf einen Film und er sagt: Nein, ich gehe da rein und läuft einfach vor und entweder du folgst ihm. Oder die Freundschaft ist so vorbei. Sasuke ist so einer, der ist total egoistisch. Es macht gar keinen Spaß, mit dem zu chillen. Man ist irgendwie mit ihm befreundet, weil er zum Freundeskreis dazugehört. Aber eigentlich denkt ihr euch jedes Mal gar keinen Bock auf den Idioten. Ah. Gehen wir zu Bulma im Bunny-Kostüm. Vielleicht hat jemand das mit Absicht rausgesucht. Ich sag's nicht. Bulma ist, glaube ich, super chillig. Ich glaube, die ist noch chilliger als Nikaido. Ich glaube, Bulma ist so eine, die kennst du seitdem du klein bist. Sie ist immer schon ein Teil von deinem Leben. Bei der ist es so, ihr braucht nicht jeden Tag miteinander zu schreiben, sondern ihr wisst, dass ihr based seid. Ihr wisst, dass ihr gute Freundinnen seid. Es ist so, jo, da meldet man sich alle 3 Wochen mal oder man sieht sich da und es ist einfach entspannt. Das ist so, da läuft die Freundschaft ohne viel Anstrengung. Man hat einfach eine gute Zeit miteinander. Bulma versteht dich. So, die ist auch super klug. Die gibt dir voll die guten Ratschläge. Vielleicht ist Bulma Best Friend. Aber dafür ist sie, glaube ich, für Best Friend ist sie dann doch ein bisschen zu Boys fixiert. Das ist dann so, sobald sie einen neuen Freund hat,
ist sie so ein bisschen auf Abstand und dann kannst du sie erstmal für einen Monat aus deinem Leben streichen, weil sie dann so verliebt ist. Aber prinzipiell, die ist schon eine sehr, sehr gute Freundin. Also, wenn es nicht so wäre mit ihren Boys und wenn nicht die ganze Zeit ihr schrecklicher Ehemann Vegeta dabei wäre, wäre die schon Best Friends. Aber Bulma ist eine richtig, richtig gute. Also, mit der wäre ich gern befreundet. Jolene? Hey, ich würde Jolene zu Best Friends machen. Die bringt dich zwar in Scheiße mit rein, ich glaube, es ist so eine, die ist halt eine chaotische, aber die ist super cool. Mit der hast du den Spaß deines Lebens. Weil mit Jolene ist es wirklich so, glaube ich, man hat eine super witzige Zeit. Weißt du, du bist traurig und auf einmal zieht sie sich aus und zeigt dir so ihren Hintern und du denkst dir, wow, geil, mein Humor. Das ist auch so, ey, du kommst irgendwie, ihr lauft abends durch die Gegend, du brauchst keine Angst zu haben, weil wir irgendwelche Typen dich dumm anmachen. Die regelt das, die verschlägt die easy peasy. Jolene, Supermaus. Jolene ist eine gute. Das macht Spaß, mit der abzuhängen. Die hat halt so ein bisschen Daddy-Issues, da hilfst du ihr dabei, so, ne? Aber die ist auch so super verständlich, wenn du mal keine Zeit hast oder so. Die erdrückt dich nicht mit ihrer Freundschaft. Das ist einfach... Jolene ist eine coole, ist eine gute Freundin. Ruffy? Ich glaube, Ruffy ist auch ein guter Freund. Ruffy ist so einer... Ich glaube, Ruffy ist... zählt zu super chillig, weil der wird kein bester Freund sein, weil er dafür nicht tiefsinnig genug ist. Ich glaube, bei Ruffy ist es so, du hast Probleme, keine Ahnung, du hast Liebeskummer und dann willst du mit ihm reden und dann sagt er, ja, das ist schon scheiße, aber komm, lass uns losziehen und Piraten werden. Der ist schon cool und hat auch so seine traurigen und ernsten Momente, aber mit dem ist es so ein Freund, mit dem du nur Spaß haben kannst und keine ernst tiefere Beziehung. Der nimmt es halt alles ein bisschen auf die leichte Schulter in sein Leben, was ja auch eine schöne Eigenschaft ist. Aber deswegen nicht Best Friend. Nobara ist schwierig. Ich muss ja gestehen, Nobara ist so ein bisschen hot, finde ich. Ein bisschen arg hot. Nobara würde ich zu 50-50 machen, weil eigentlich würde ich mehr wollen von ihr. Das würde halt so die Freundschaft ein bisschen belasten. Und sie ist ja auch schon ein Trottel. Sie ist ja auch ein Chaot. Sie ist ja auch, die überschätzt sich ja maßlos. Und ich glaube, viele wird es auch nerven. Aber ich würde es ein bisschen cute finden. Deswegen, da bin ich ein bisschen voreingenommen. Ich sag, es ist wahrscheinlich bei Nobara eigentlich ein bisschen weiter unten. Aber mehr kann ich nicht machen, weil mein Herz würde die ganze Zeit ausflippen. So, ne? Nobara ist schon eine Cute. Die sieht so hübsch aus. Die ist so talentiert. Die kann gut... Weißt du, die rufst du auch an. Und dann bringt sie dir mal das Bild an. Die hammert dir das da kurz zusammen. Das ist schon eine gute Maus. Thorfinn. Und ich habe hier, wie ihr vielleicht seht, zweimal Thorfinn. Nämlich einmal als Kid und als Erwachsener und als Kind. Ist der, glaube ich, übel scheiße. Er schreit die ganze Zeit rum. Wenn er sauer ist, klatscht er dir eine. So ist er. Er ist nicht so schlimm wie Sasuke, weil Sasuke ist halt so wirklich so, nein, ich mache das. Er ist schon ähnlich, aber du weißt eigentlich, hat einen guten Kern. Und das weißt du bei Sasuke nicht. Bei Thorfinn ist es so, oh, der hat gerade echt eine schwierige Phase. Eigentlich ist es super anstrengend mit ihm, aber man steht das mit ihm halt schon durch. Und dann trefft ihr euch und er sitzt hier da und ist die ganze Zeit so, ich habe gar keinen Bock auf das. Nein, ich muss das und das machen. So einer ist es. Schwierig. Schwierig. Denji? Boah, einmal im Jahr ist Denji okay, öfter aber nicht. Ich glaube, Denji ist dann so, ist halt eine sehr oberflächliche Freundschaft, weil du halt nicht in die Tiefe auch mit ihm gehen kannst. Aber er ist nicht so witzig wie Ruffy. Der ist ähnlich wie Power eigentlich. Der frisst dir die Haare vom Kopf. Der ist dann so ein Assi, der kommt und macht einfach nur Dreck. Und es ist dann so, boah, gar keinen Bock. Er ist dann schon irgendwie cute und so, aber irgendwie einmal im Jahr reicht. Mehr hast du gar keinen Bock auf ihn. Mm-mm. Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Kommi oder ein Abo da. Das unterstützt mich sehr und ja, viel Spaß weiterhin beim Video. Gojo? Ich glaube, Gojo, super chillig. Ich glaube, Gojo kommt hier hin. Ich glaube, mit Gojo ist es schon witzig. Das Ding ist, wäre ich Geto damals, dann denke ich mir so, boah, Best Friends. Safe Call. Dadurch, dass ich aber nicht Geto bin, werde ich nie seine Nummer 1 sein. Ich werde niemals sein bester Freund oder seine beste Freundin sein. Er wird immer Geto nachtrauen. Er ist super gut drauf. Er kann auch echt nicht aus der Scheiße boxen. Er ist super. Aber ich glaube, ich war eifersüchtig. Ich würde nie an das kommen, was er eigentlich will. Ich würde ihm nicht reichen. Mau Mau. Boah, ich wäre voll gern mit ihr befreundet. Aber ich glaube, sie hatte null Interesse an mir. Ich glaube, ich muss sie hier hinpacken. Weil ich finde sie richtig cool. Ich finde sie richtig einen interessanten Charakter. Ich mag, wie sie ist. Ich mag, dass sie so brennt für ein Interesse, auch wenn es Gift ist. Sie ist ja schon auch echt eine gute Seele. Aber ich glaube, sie hat keinen Bock auf mich. Deswegen, ich würde ihre Gesellschaft als super chillig wahrnehmen. Ich glaube, sie würde jede Sekunde mit mir hassen. Aber naja. Josuke packe ich mit hier hin. Ich glaube, Josuke ist super cool. Sehr, sehr viel Spaß. Man sieht ja seine Freundschaft mit Kiyasu ist ja... super toll, aber ich glaube, auch hier ist der Fall, ich werde niemals an Okuyasu drankommen. Er wird eigentlich immer was in mir vermissen und ich glaube, er nervt auch. Ich glaube,
Josuke ist so ein Typ, der geht einem so schnell auf den Sack, weil er halt auch so Depp ist und sobald ich außersehen mal was gegen seine Haare sage, wird er mich verkloppen oder so. Trotzdem ist Josuke, glaube ich, ein guter Freund, ein guter Weggefährte. Aber ich glaube, der kann auch echt nerven. Jotaro als Freund, so einmal im Jahr sehen, ist das, glaube ich, cool. Aber ich glaube, der hasst auch sein Leben, wenn er mit mir abhängt. Er ist jetzt nicht so egoistisch wie Vegeta oder so, ne? Aber eigentlich würde ich mich die ganze Zeit so fühlen, als ob er jede Sekunde mit mir hassen würde. Ich glaube, das ist Jotaro. Und ich glaube, es ist auch nicht übertrieben. Thorfinn als Erwachsene, safe call, bester Freund. Der will ja nur das Beste für die anderen. Der ist ja so ein süßer Typ. Ich stelle es mir vor, wir machen uns Popcorn, wir sitzen auf der Couch, die Tiere um uns herum und wir haben einfach eine schöne Zeit miteinander. Wir lesen Manga, er plant so ein bisschen, wie er die Welt verbessern kann. Da sehe ich mich. Also Thorfinn als Erwachsener und ich, wir wären richtig gute Freunde. Goku? Ich glaube, Goku ist nervig. Ich glaube, Goku ist so ein Mensch, der ist super lieb, aber er checkt auch nicht, wenn er dich verletzt. Keine Ahnung, ich sehe das ja, seine Beziehung zu Chi-Chi oder zu Son Gohan oder sowas. Also wo ich mir denke, er haut halt einfach ab, um Uub zu trainieren. Er ist einfach weg. Außerdem ist das super unzuverlässig. Und was mich auch abfucken würde, du hättest die Chance gehabt, Leute zu besiegen, bevor das Schlimme passiert und du machst es trotzdem nicht. Das ist sowas, das wird mich super abfucken. Und auch hier wieder die Sache, dein Kühlschrank wäre sofort leer. Also ich mag Goku als Charakter unglaublich, aber als Kumpel, nee, ich glaube, das wird nicht gut laufen. Saitama? Boah, ich glaube, Saitama ist chillig. Guck mal, ich wäre wie King. Ich würde mit ihm zusammen zocken, würden zusammen abhängen. Ich glaube, Saitama ist ein Chilly-Willy-Dude. Oder? Ja, Saitama und ich. Stelle ich mir entspannt vor. Aber es ist halt auch so einer, mit dem kann man nicht über Probleme oder so reden. Das ist relativ oberflächlich. Aber er nervt auch nicht. Er ist dann da und man kann einfach so sein Ding machen und er stört nicht und er ist cool. Und wir kommen zu Hinata. Ja, Mann, beste Freunde. Der nervt überhaupt nicht. Der will seinen Volleyball durchziehen. Ich würde zu Spielen von ihm gehen. Würde ihn anfeuern. Der würde mich aber auch anfeuern, weil... Ich weiß auch nicht bei was, aber egal. Also ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. Hinata und ich, wir wären richtig gute Kumpels. Genauso wie Sugawara. Und ich glaube, Sugawara wäre sogar meine Eins. Der ist ja so selbstlos, aber trotzdem... Der ist so... Bei einem Fight steht er hinter dir, massiert dir die Schultern und sagt, das schaffst du. Und der gibt einen jedes Mal, wenn man ihn sieht, so einen Selbstbewusstseins-Push. Hinata natürlich auch ein süßer Typ, aber ich finde, bei Sugawara ist es nochmal so was anderes. Der lässt seine Freunde und Freundinnen einfach gut fühlen. Der will nur das Beste für seine Freundinnen. Das ist so einfach ein krass guter, bester Freund. Ja, ich fühle die Liste sehr. Ich fühle es komplett. Ja, komm. Leute, wer von diesen Charakteren wäre bei euch bester Freund? Komm, also ich finde die, das fühlt man schon. Ja, Mann. Leute, wie hat euch die Tierlist gefallen? Sagt ehrlich, ich hatte voll viel Spaß dabei, ich sag, wie es ist. Und ich freue mich darauf, mit Jolin, Sugawara, Thorfinn und Hinata hier so eine Gang zu gründen, abzuhängen und einfach beste Freunde auf aller Zeiten zu haben. Haut rein, bis bald. Hey Janice, Barker hier. Ich wollte mal kurz nachfragen, ob du inzwischen Zeit gefunden hast, in Alice reinzulesen. Also echt nicht böse gemeint, ich weiß, du hast wirklich viel zu tun. Ist ja auch erst 9 Monate her und ich habe dich nur so 12 Mal dran erinnert. Aber würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mal die Zeit finden würdest. Ist nämlich ein echt, echt tolles Werk und ich glaube, es wird dir gefallen. Also dann, bis zum nächsten Mal.